Immer besorgen, Hier ist der Glanz wenn man besiegelt. zu wenig von den Sachen hat. Das hilft schon mal ungemein. Gleich gehen wir nochmal gucken, ist das andere Schiff schon da? Das dritte. Vorsetzen! Fahr da mal hin und dann hat sich die Sache. Schiff unter Beschuss! Hoffentlich ist das nicht mein. Doch, das war klar. Ja, wenn das nicht überlebt, ist nicht so schlimm, dann haben wir ein bisschen Einfluss. Diesmal ist es egal. Mehr als bereit. Gut. Das nehmen wir beim nächsten Mal im Angriff. Dann geht das hier. Man muss das alles nochmal weg hier. Alles. Weil das ist die größte Fläche, die wir auf der Insel haben. Und hier muss der Kaffee hin. Mit allem drum und dran. Mit Schieß mich tot hier. Also Traktoren, mir fiel das gerade nicht ein. So, Arktis. Manövriere. Holz, Holz, Holz. Brauchen wir noch Stahlträger? Ne, erstmal nicht. Gut, komm rein hier. Durchgesetzt. Sobald Holz genug da ist, geht das hier richtig ab. Schlafsäcke müssen hier ganz dringend vorbeigebracht werden bei Gelegenheit. Dazu müssen wir die Halle bauen. Das nämlich Erwarte wieder neuen anzubauen. Kurs. Abdrehen beginnen. So. Von hier aus können wir noch nichts mitnehmen, ne? Wir könnten oben beim Iglo-Dings die Dinger noch mitnehmen. Ja, das können wir jetzt noch machen. Jetzt gleich die Halle. Wir brauchen noch. Ich packe wie immer meinen Koffer und nehme mit. Wir brauchen die Maschinen und die Dings. Dann können wir die bauen. Wir brauchen den Zement. Wo ist mein Zement? Da ist mein Zement. Und was brauchen wir noch? Nehmen wir Holz mit. Kann nicht schaden. Steuere. Da könnte noch einer hin. Aber nur, wenn der voll versorgt ist. Nur dann. Ja, sieht gut aus. Hier oben könnte auch noch einer hin. Ah, es könnte knapp werden mit ihm. Nee, das reicht leider nicht ganz. Schade, ich habe leider kein Foto für dich. Bereit. Bam, 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 bam. Nochmal die Items holen jetzt. Müssen wir nochmal fahren. Geht halt nicht anders. Das steht, das wird jetzt auch gleich. Ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Das ist genau knapp auf, ne? Dass das hier alles funktioniert. Wir brauchen nur zwei Heizöfen. Das ist genau das, was ich erreichen wollte, Beachtet um die drei der Frost. Gasförderstätten zu bekommen. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Of course. Wir brauchen noch mehr Holz. Wir teilen, was wir haben. So, jetzt geht's los. Die Robben vom Polarkreis nehmen wir mit. Den Polarkreis.
Den nehmen wir auch mit. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir. Tundra. Volle Konzentration, kein Übersehen. Tundra. Gut. Und tschüss. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgehalten. Ja, mein Holzfrachter. Hier wird alles genutzt, ne? Der Junge, der hat sich bis jetzt gut rentiert hier. Ist ja auch nicht langsam. Ja gut, der hat eine Turbine drin, ne? Und eine weiße Flagge, wo er überall ganz easy durchkommt. Du kannst gleich in die alte Welt fahren und von dort aus die Sachen kaufen wieder. Gut, wunderbar. Die zwei sind jetzt auch hier oben. Damit hätten wir heute so gut wie alles erreicht, was erstmal sein sollte. Damit haben die auch 30% weniger. Es gibt genug zu tun. Nebenbei müssen wir jetzt den Hangar wieder fertig bauen. Wir brauchen noch ein zweites Luftschiff, was hier hin und her fliegt, um die auch hier mit Schlafsäcken zu versorgen, weil so viel brauchen die ja nicht. Und jetzt geht's los. Wenn Sie eine Vorführung. Ein Hoch auf die Gasproduktion. Ach, hast du hier hinten keinen Zugang an Dings? Das ist aber schade. Das hätte so schön funktioniert. Na gut. Dann eben ein Haus weniger. Aber dann reicht's nicht, oder? Reicht's noch? Einen Millimeter. Das ist viel mehr, als man sich wünscht. Ach, Manno. Die Waffenruhe wurde beendet. Dann stellen wir ihn hier hin. Leck mich. Hier passt es. Zack, stellen wir den hier rüber. Da hat er den Millimeter, den er braucht. Dann stehen die beiden halt ein Stück näher zusammen. Anders ging's nicht. Also müssen wir es so machen. Ich will jetzt ja auch keinen riesen Aufriss machen. Die zwei gehen dann auch raus. Ich merke schon, das reicht dicke, was wir hier wieder verzapft haben. Also alles in Butter. Können jetzt hier nochmal so bauen. Es ist vollkommen egal, wie wir das jetzt hier oben regeln. Wichtig ist, dass sie hier alle drinnen stehen. So, Gasproduktion kann angeworfen werden. Ach ja. Die Frage ist natürlich, wie viele normale Leute wir noch brauchen. Aber richtig schön außen erstmal alle drumrum. Bam, 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 bam. Immer schön die in der Mitte stehen, damit es auch halbwegs cool aussieht. Dir fehlt noch einer. So. Zack. Halt. Bam. Volle Gasproduktion. Wir müssen bei Gelegenheit... Wird Gas eigentlich schon abgeholt? Das war in der Route mit drin, nicht wahr? Ja. Das, lassen wir uns jetzt aber erstmal etwas füllen. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Dauert noch ein bisschen, bis das da ist. Das kann noch mal ein paar Tage dauern, bis hier alles gut ankommt. Ach, Dings hat sich jetzt hier raufgesetzt. Interessant. Gut. Reicht. Gas ist da. Ich kann und die Pelzmäntel kümmern wir uns das nächste Mal. Dann können wir jetzt noch frohen Mutes hier noch mal knapp eine halbe Stunde rumdallern. Und überlegen, was wir hier noch so hinkriegen wollen. Du bist wieder da. Fährst du auch rüber in die alte Welt? Ja, du fährst auch rüber in die alte Welt. Du holst die ganzen Sachen ab. Dann wird das. Kreativität bräuchten wir 1000. Haben wir hier vielleicht noch irgendeinen Artefakt, was wir da noch mit reinpacken können? Ich meine, es kommen gleich welche. So ist es ja nicht. Verklickt, sorry. Ne, wir haben nichts mehr, schade. Ich meine, wir können hier wieder unseren... Danke. Hat aber ein bisschen gebraucht. Na, ist egal, Hauptsache wir haben wieder die 1000. Geht bei 1000 schon was? Zehn Einfluss pro Modul.
Davon merke ich nichts. Wahrscheinlich erst über den normalen Dings hinaus. Kann ich hier schon was bauen? Nein, da brauche ich 1300 für. Attraktivität wäre schon ganz, ganz toll. Nun ja. Das ist ja jetzt schon mal ganz schön. Apropos, wir haben 8000 Forschungspunkte. Da kann man jetzt doch mal wieder überlegen, was man so macht. Wie sieht's aus? Ja, meine Ölverschiebung ist fertig. Yeah. Haben wir schon ein Item, was wir bauen können? Haben wir schon die 10.000? Nein, haben wir noch nicht. Das heißt, bimmel die bammel die bumm, bahnbrechende Forschung, nochmal Häuser. Genau, wir holen uns eine weitere Baugenehmigung und kümmern uns jetzt mal um die. Da frage ich mich, wofür zahlt meine Nein, wir hatten doch hier irgendwo eine Produktion schon aufgebaut. Ich glaube. Verdammt, ich glaube nicht. Ich weiß, dass das Ding irgendwo steht, ich weiß noch nicht wo. Suchen wir uns mit meiner speziellen Spezialtechnik, die so geheim ist, dass man denkt, dass sie wirklich gut ist. Da oben. Ah, ah. Hab gedacht, die ist hier unten mit eingesteckt. Mann, was ist denn das heute hier? Das ist ja furchtbar. So, das Ganze verdreifachen wir jetzt. Und hoffen, dass wir überhaupt genug Leinen haben, die hier von der neuen Welt hier, von der neuen Welt, von den Besar, da war heute auch noch nicht. Oh, da muss er erstmal laden. Leinen sehen gut aus. Werden die auch noch transportiert? Ja. Jetzt geht's los, Freunde. Macht euch bereit, hier wieder zu arbeiten bei Gelegenheit. Hier sind ja vier. Ist ja ein Vierer Wachposten, Junge. Hier hatten wir mal was vor. Gut, die werden jetzt nachgebaut. Ungefähr ein Drittel war das jetzt, das fertig ist. Jetzt haben wir dann haben wir es wieder voll. Sehr gut. Was könnten wir denn als nächstes? Stromversorgung. Ja, ne. Stromversorgung wäre jetzt eine ganz, ganz üble Nummer. Ernsthaft, Stromversorgung. Na gut. Gut, dann machen wir es so. Es muss gerade nicht sexy sein. Es muss einfach nur dastehen. Einfach hinstellen. Haben wir jetzt noch genug Stahlträger? Oh Gott sei Dank. Sonst wäre das jetzt hier wieder. Es ist jetzt wieder gehapert daran. Wir haben leider noch nicht genug Schiene für dich. Ja, hier ist Ende. Ja, Roland, was machst du jetzt? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ach, ich lasse ja was einfallen. Mir geht es darum, ob ich vielleicht hier Ihr Schiff ist von der noch eine Reihe hin. Darum geht es mir jetzt. Erledigt. Ja, das ist ja schön. Das ist schon erledigt. So, es muss nicht sexy sein. Es muss nicht sexy sein, es muss einfach nur hin. Sehr schön. Komm, legen wir dem hier noch eine Dings rüber, dann sieht es so aus, als wenn er so soll. Komm, den machen wir auch noch aus Stein. Steine haben wir ja. Oh, wenn wir eins haben, dann Steine. Junge, wenn wir eins haben, dann Steine. Jawohl. Mal durchziehen hier den ganzen Verein. Zack. Hier noch ein bisschen puzzeln. Muss ja irgendwann mal gemacht werden, nicht wahr? Die Außenlinie schön gezogen. Warum's So. Sehr schön.
Kann man zugucken, wie die Steine schmelzen, ne? Ist der Wahnsinn. Wir haben jetzt auch noch eine lange Strecke, die gemacht werden muss. Zack. Die wird doch nicht ganz so lang. Jetzt habe ich aus Versehen hier zugemacht. Mit Ärger. Ärger. Das soll nachher schön zentral aussehen, sonst sieht das nicht gut aus. So ein bisschen wie ein Maler, der hier gerade rumläuft. Zack. Die auch noch. Zack. Zack. Scheinbar 300 Steine hier verbaut. So, wo war ich? Wie geht's euch? Strom. Bei Gelegenheit. Habe ich gleich erledigt. Kein Problem. Mehr als einen Tropf gibt's nicht. Vergiss es. Ist mir zu aufwendig. Mag ich nicht. So, Stromversorgung steht erstmal. Wir brauchen nachher noch die Reichweite. Wieder keine 1000. Oh, und ärgern, ärgern. Wie sieht's hier aus? Hier war jetzt alles klar. Euch geht's gut. Wie viele brauchen wir noch? Das ist hier die große Frage. Wie viele brauchen wir noch? 250. Das sollte jetzt reichen. Jawohl. 6 Arbeiter. Alles gut. Genau in dem Bereich, wie wir es haben wollen. Aber die drei stehen doch gar nicht mit drin. Das ist ja eine Frechheit. Wer könnte noch abgedatet werden? Das ist vollkommen irrelevant. Die steigen ja noch auf, ne? Boah. Ja, die müssen ja hier noch ein paar Leute bekommen. Mit den 4 Einwohnern. Dann kann das hier nochmal eingedrückt werden. Der kommt hier hin. Der kommt so hin. Und du musst so. Perfekt. Dann könnten wir das auch über den fahren lassen. Dann kommt der nämlich an alle ran, glaube ich. Oder? Könnten wir den ein bisschen weiter nach innen stellen? Zack, erhöhen den komplett und drehen den noch um, weil es dann schöner aussieht. Perfekt. Mehr brauchen wir nicht. Gasabteilung, wunderbar. Jetzt müssen wir bei Gelegenheit. Das machen wir dann morgen. Müssen wir mal ein bisschen suchen fahren, weil ich brauche hier noch mein Item. Ich habe einen ganzen Haufen sonst Zeug. Macht das hier keinen Sinn. 40% mehr Gas, dann können wir das mit der Linie richten. Wunderbar. Reicht. Fertig für heute. Schluss. So, jetzt alte Welt. Wo sind meine beiden Pappenheimer? Alle. Jetzt gehen wir hier shoppen. Das kannst du wissen. Willst du etwas kaufen? Oder bleib erstmal da stehen, ich muss nachher kontrollieren. Sonst sieht hier kein Mensch mehr durch. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wir brauchen die 1300, die wären so wichtig. Ja. Tundra, Tundra, Tundra. Ich glaube, das waren Dreier, ne? Wollen wir einen Dreier machen? Mal diese sexuellen Anspielungen hier. Wollen wir den Dreier mal machen? Ja. Dann stellen wir gleich auf. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Eine neue Welt? Hat irgendeiner was besiedelt? Die Insel war doch nicht... Alter Vater, ist hier viel Öl auf der Kante. Wow. 9 Stück hat die, ne? Ist ja unglaublich. Apropos. Wo wir gerade bei Öl sind. Die Frage ist folgendermaßen. Bauen wir das hier hin, dahin, dorthin oder woanders hin? Das ist eine sehr gute Frage. Hier gefällt es mir erstmal am besten. So. Versteckt die Flasche. Zack. Wir haben mehr Öl. Alles im Umkreis. Reicht vollkommen aus. Man kann die auch irgendwann aufeinander stapeln, wenn man unbedingt will. Aber so ist erstmal schön. So. Tundra-Vereinigung. So. Baut, baut, baut. Ich packe meinen Koffer. Ich schaue mir jetzt meine Tierchen an. Was kriege ich eigentlich?
Naja, das ist eine höhere Aktivität und ein bisschen, dass die Leute vorbeikommen. Sehr gut. Wir brauchen hier das Nilpferd brauchen wir noch. Nilpferd. So. Jetzt gehen wir noch Tierchen kaufen. Die habe ich schon. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Den brauche ich nicht. Das könnte ja teuer werden. Das ist aber egal. Brauche ich auch nicht. Brauche ich. Was habe ich schon und was habe ich noch nicht? Ja, das haben wir noch nicht. Nehme ich mit. Aber eine Meere. Nehme ich mit. Großes Korallenriff. Nehme mit. Heilig. Nehmen wir mit. Hatten wir die anderen heilig schon? Ja, die hatte ich schon. Suchst du etwas bestimmt? Deswegen fahren wir noch nicht los. Weil wir genau die mitnehmen, die wir auch brauchen. Sumpf haben wir, den Kugelfisch haben wir noch nicht. Walpem, ja, das brauchen wir. Wir wären dann so weit. Das war, glaube ich, für Stings. Für... Hatten wir den indischen Basilikum? Ich glaube nicht. Indischer Basilikum? Kontrollieren. Indischer Basilikum hatten wir schon. Aber das andere noch nicht. Nahosten. Schön, wenn man sich selbst kontrollieren kann. Ja, ich komme ja schon. Was ist los? Unter Beschuss. Was ist an, Chef? Aber auf einmal wieder Einfluss. Das ist ja der Wahnsinn. Natürlich wissen Sie, was das Beste ist. Ich muss jetzt konzentrieren hier. Sumpffieber. Ich hoffe, die Welt geht nicht unter. Meere der Tiefe hätte ich noch nehmen können. Ja. Dschungel, Osten, keine Ahnung. Solvalpen, der wäre jetzt ganz wichtig, dass wir die drei bekommen. Heilend. Sehr gut. Ich sehe, dass du auf der Suche bist. Ich weiß, dass ich auf der Suche bin. Heilig. Hatten wir schon heilig? Neue Befehle. Nein, habe ich. Entschuldige, falls ich gleichgültig wirke. Wasser. Ich würde gerne das letzte Solbalpen. Nee, das ist die zweiblütige Dings. Das hatten wir schon, ne? Ja. Willkommen im Emporium Exotik. Das könnte teuer werden jetzt. Ein spezielles zu suchen. Bis 100.000 mache ich den Spaß noch mit. Dann nehmen wir irgendwas anderes mit. Fischi, fischi, fisch, fisch, fishing, fisch. Heilend. Nahost, Nahost. Heilend. Hatten wir schon das Dschungelrentier? Nein, ich glaube nicht. Gut, nehmen wir das mit. Oder hatten wir das? Ich hoffe nicht. Kugelfisch hatten wir. Sehr gut. Die ganze Truppe fährt nach Hause. Den Kollegen können wir dann in die alte Welt schicken. Der holt dann noch mehr. Sehr schön, dann freuen wir uns jetzt mal darauf, dass die hier ankommen. Na, habt ihr schon Strom? Na, wie läuft's, hm? Alles flotti karotti? Sag jetzt nicht, euch fehlen drei Leute hier, damit das Ding aufsteigt. Leck mich doch, ey. Ernsthaft. Es fehlt hier eine. Ja, aus Frust ist meine Straße gebaut. So. Mach ich so. Andere bauen Mauern. Ich baue Straßen. Gut. Das hier ist wirklich... Unsere Zufriedenheit. Haben wir denn genug Kaffee erstmal? Da müsste erstmal eine ganze Weile was rumliegen. Tabak können wir noch nicht machen. Ich will hier noch nicht größer ausbauen. Ich mag nicht. Aber wir haben gerade so schön alles da. Da kann ich nicht widerstehen und schon mal
wieder einen kleinen Schritt weiterbauen. Schön. Gut, im Prinzip haben wir jetzt alles. Ich warte jetzt nur noch auf meine Lieferung. Dass hier meine Items einpacken, reinkommen. Das sieht immer noch sehr toll aus, finde ich. Kann er sagen, was er will? Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Das braucht noch 7 Minuten. Das könnten wir vielleicht noch schaffen. Wenn wir ein bisschen Tempo machen. Machen wir erstmal eine allgemeine Bestandsaufnahme. Wie sieht es denn aus hier in dem ganzen Verein? Alles im positiven Bereich. So hat der Roland das gern. Selbst Gulasch haben wir noch ein bisschen übrig. Paprika ist auf 0. Hat man nicht irgendwo noch ein Paprikafeld oder noch irgendwo irgendeine Fabrik zu stehen, die nicht von Gulasch betrieben worden ist? Hier war so. Oder haben wir alles schon entfernt? Da. Ja, ich wusste doch, da steht noch eins. Die produziert schon Ewigkeiten hier, aber die macht das gut. Schiff unter Beschuss. Wie sieht's aus? Hm, alles klar, gut. Oh, jetzt haben wir auch wieder Forschungspunkte. Jetzt geht das hier richtig los. Allerdings hat der nicht immer dann Strom, wenn ich es haben will. Da oben fällt es immer ständig aus. Halt. Oh, verklickt. Ich hab's auch heute wieder, ne? Das ist furchtbar. Überfahrt zurückgekehrt. Zack. So. Bam. Welche Themengebiete? Ich werde mich garantiert nicht daran gewöhnen, dass das Ding jetzt hier steht. Itementwicklung. Nein, wir wollen Forschungsgebiete investieren. Neue Talente braucht das Land. Ist nicht so wichtig, nehmen wir trotzdem. Der wäre schon ganz geil für ein Besser. Kann ich nicht widerstehen. Zack, 2700. Ne, wir sind gerade leer. Wunderbar. Der müsste ja oft genug hier Strom bekommen, da kann das wahr sein. Im ganzen Club hier. Da, ihr fahrt hier schön aneinander vorbei. So ist das schön. Wo fällt der eigentlich hin? Fährt der wieder nach oben gleich, oder was? Tschut, tschut. Ne, der fährt nach unten. Die Insel eines Konkurrenten. Da seid ihr ja wieder. Sehr gut. Du machst hier Pause. Abladen. Gleich wieder in die alte Welt. Mehr Druck im Kessel. Bam, 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 bam. Ab in die alte Welt. Dann anhalten. Bam, 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 bam. Ab in die alte Welt. So. Jetzt bauen wir das Ganze hier noch auf. Die Frage ist, wie viele haben wir von den Artefakten jetzt noch? Nur 2. Und ich bin sicher, all diese Schätze werden sehr gut bewacht. Nee, das ist ja alles frei zugänglich. Jeder kann sich hier die Mona Lisa von der Wand stehlen, alles kein Problem. Lass mal schon mal vorbereiten. Erstmal alles ringestopft in den Zoo. Vollkommen egal, wie es aussieht. Hauptsache erstmal rein in den Verein. Ja. So. I love Botanica. Wo sind meine Pflanzen? Sie haben an Einfluss gewonnen. Das ist mir schon klar. Zack. Zu kriegen. Bam, bam, bam. Jo. Ich klicke schneller als ich kann. Trefferquote miserabel, aber oben steigt die Attraktivität. Das ist ja der Hammer. Bautz, 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 bautz. Kostet alles noch keinen Einfluss, deswegen können wir. Ausgetauscht wird beim nächsten Mal. Wenn wir hier dann die Fälle bekommen, das ist super. So, brauchen wir nicht. Wie weit sind wir?
1000. Die Insel eines Konkurrenten da fehlt noch belagert. Ein bisschen. Da fehlt noch ein ganz klein wenig. Das holen wir jetzt einfach mal mit 3 Bäumen noch aus. Nein, reicht noch nicht. Gut, reicht jetzt. Danke. Schön noch Sicherheit nochmal 2 raufgehauen. Weil wir dann die nächste Palaststufe haben. Oh, ist das was. Jetzt. Einflussbogen Modul. Das ist mir egal. Wichtig ist hier. Zusätzliche Schwerindustrie kriegen wir Messing, Öl, Dampfmaschinen und alles Mögliche. Richtlinie. Attraktivität für Handwerker und Ingenieurshäuser. Rums. Neue Palastfreistufe. Ja. Das ist der absolute Sprung, den du hier machen kannst. Nur über den. Aber ich krieg noch nicht die ganze Stadt mit rein. Das heißt, es ist strategisch schon mal sinnvoller. Und wieder einmal müssen wir alles umbauen. Über den Palast genau hier zwischensetzen. Somit erhöhen wir die Reichweite nochmal extrem. Und sorgen dafür, dass das hier gut funktioniert. Haben wir jetzt hier zufällig eins rausgepluppt? Ja, macht nichts. Hier hinten waren noch 2 frei. Alles gut, entspann ich. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Gehen jetzt mit rein. Jetzt geht's los. Na, es ist schlimm. Das wollte ich unbedingt noch machen. Weil es so geil ist, der Moment. Jetzt, geht's hier richtig ab. Achso, ich muss das Ding erst abholen. Ach ja, das steht ja jetzt hier. Ich wollte gerade wieder nach oben klicken. So, 1700 kann man erstmal nichts mitbauen. Gut, bauen wir noch die 5 Häuserchen fertig. Das vergessen wir sonst beim nächsten Mal. Hä? Ach ja, weil da hinten der Dings ist. Ja, dann halt nicht. Baue ich so. Jetzt besser. Warte, nochmal. In der Kante hier, sonst meckert er. So, jetzt. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Perfekt. Sehr schön. Da haben wir heute ordentlich was erreicht in Sachen Attraktivität. Haben Gas gefördert. Das lassen wir beim nächsten Mal hier liefern. Können dann die Produktion dementsprechend anpassen. Und dann geht's hier weiter.